Los geht's, wir starten! Elbe-Seinkanal, super Wetter, nicht zu warm! Ja, was sagte ich heute Morgen noch? Es fehlt nur noch ein Platten. Guten Morgen, Stefan hier von der Waldwerker. Ich glaube, ich habe Bock, an die Ostsee zu fahren. Strecke 160 Kilometer, 6 Stunden Fahrt. Also, wenn ihr Lust habt, kommt mit, ihr seid herzlich eingeladen. Ich freue mich, wird eine schöne Tour, ist mal was anderes. Und mal schauen, Paul, vielleicht kommst du ja auch mal irgendwann mit deinem Klapprad. So, die ersten 40 Kilometer haben wir geschafft. Schleuse Scharnebeck. Hallo Fans! Hochwassersperrtor. Die erste Stufe. Atlenburg. Gut, dass das aus Carbon ist. So. Wo ist er? Frühstückspause? Ich hab auch Lust drauf. Ich hab heute Morgen schon gefrühstückt. Ja, und was ist mit dem 5-Uhr-Tee und 9-Uhr-Abendbrot? 9-Uhr-Abendbrot? Ich habe heute Morgen schon mein Müsli gegessen. Ich hatte Reis mit Zucker und ein Kefir, auch nur Zucker. Und eine Prise Salz habe ich reingemacht. Moin! Ein Campingplatz. Gut, reicht für heute, ne? Büchen. Büchen und Umgebung. Keine Arschrakete, eine Arschbomber. Ist ja egal, du hast ja alles mit und alles drin. Aber hier, ja, ach, guck mal, das ist wunderbar. Sieht ein bisschen perfekt aus, ne? Naja, beim ersten Mal muss das auch perfekt sein, oder? Gerade lecker was gegessen in Mölln beim Bäcker. Ja, eigentlich wollte ich einen Broiler essen, aber alleine wollte ich auch nicht. Nee, Broiler ist mir gerade zu fettig. Ich kriege Bauchschmerzen. Langzeitenergie. Ja, und jetzt geht's weiter. Oh, das sieht schick aus. Schönes Leben, wo mein Bruder gedeckt hat. Sieht schick aus. Nächste Lübeck. Robby! Ist hier die alte Grenze? Cool, wa? Scheint so. Frei. Wir sind jetzt kurz vor unserem Zielort, haben noch knapp 20 Kilometer. Wir kaufen noch mal ein. Konnte leider nicht so viel filmen, weil der Akku hier permanent leer ist von der GoPro. Wir haben uns gerade unterhalten. Stefan möchte sich Shampoo mitbringen, dass er sich heute Abend waschen kann. Ich sag, warum willst du dich denn waschen? Wo willst du dich denn waschen? Ja, in der Ostsee. Ich sag, aber dann wäschst du dich mit Seife und hast doch das Salzwasser wieder im Körper. Na, wir tüfteln noch, wie wir das machen nachher. Auf jeden Fall ist nachher der Akku voll. Wir kaufen jetzt ein und nehmen euch weiter mit. Kurz vorm Ziel. Gleich haben wir es geschafft. Noch 3,5 Kilometer. Angekommen, schon einmal reingehüpft. Das Wasser ist gut. Aber man muss 2 Minuten drin sein. Man muss ein bisschen länger drin sein. Jetzt gucken wir mal. 7 Stunden, 153 Kilometer, ein 24er Schnitt. War eine schöne Fahrt. Lecker Brötchen. Die gute Cola ist auch lecker. Und noch eine Torte, ja, gut. Und Hansapilz. Ist
Das sieht hier aus wie eine Müllermilch. Da kommt gleich der Sangria rein, damit ich nicht alles auf einmal sauge. Eine verrückte, aber auch coole Idee. Morgens losfahren, wir wollen schwimmen an der Ostsee. Wir fahren mit dem Fahrrad an die Ostsee, 150 Kilometer. Jetzt gibt es Sangria aus dem Tetra-Pack. Prost, Leute. Vorzüglich. Eigentlich wollten wir heute Abend noch nach Hause fahren. Aber wir sind jetzt so müde, wir müssen hier heute Nacht nächtigen. Na, warte mal. Das ist ja ein Reißverschluss. Zelte stehen, Fahrräder sind angeschlossen. Jetzt werden wir uns hier noch hinsetzen, den Sonnenuntergang angucken. Es ist einfach nur schön. Das ist das richtige Leben. So macht es Spaß. Morgen früh nach dem Aufstehen packen wir alles zusammen. Ich denke mal so gegen 8 Uhr werden wir aufstehen. Dass wir so gegen 10 Uhr loskommen. Ja, 6 Stunden, 7 Stunden fahren wir. Dass wir pünktlich zum Kaffee trinken wieder zu Hause sind. Da ist nur ein Schatten drauf. Es sieht hier aus wie in der Karibik, so mit dem Baum. Morgen Sonntag 5:30. Die Nacht war hell, kurz, aber ich habe gut geschlafen. Kopfkissen war auch gut, meine Jacke. Gefroren habe ich definitiv nicht. Und diese Luftmatratze hier ist Gold wert. Ich bin immer runtergerutscht auf diesem blöden Ding. Ja, ansonsten draußen ist kalt, hier drin ist warm. Das Zelt ist auch sehr gut. Hier hinten habe ich sogar Taschen. Ein Garmin drin, große Schlüssel, Portemonnaie. Ja. Hier noch so ein paar andere Utensilien. Einmal ein Akku, weil das iPhone ja nicht lange hält. GoPro-Kabel zum Laden. Der Akku hält ja leider auch nicht lange. Für die Nacht dachte ich, habe ich hier so eine Kopflampe, ja, mit Rotlicht. Hat aber auch normales Licht. Habe ich aber nicht gebraucht. Ich glaube, dann stehen wir mal auf. Sonntag früh. Ey. 7:20. Ah. Ich wollte mir eigentlich das MSR Hubber, keine Ahnung wie, kaufen. Und dann habe ich mir dieses Vorglatz gekauft. Das ist quasi Nachbau vom MSR. Ist noch ein bisschen verfeinert worden von Vorglatz. Ja, wie ich heute Morgen schon gesagt habe, da hinten 2 Taschen. Das ist ein Zweimann-Zelt. Da oben haben wir einen Haken zum Aufhängen von einer Lampe oder irgendwas. Dann haben wir da nochmal, jetzt sieht man das, 2 Taschen, da könnt ihr dann das Handy oder irgendwelche anderen Utensilien reinlegen. Und das Gestänge passt auch hinten in die Arschrakete rein. Schmeckt? Schmeckt aber müßkalt. Die Sonne. Also die Nacht war sehr gut. Alle 5 Minuten war die Luft aus der Isomatte weg. Beim Nachpuppen.
Ja. Und dann habe ich es aufgegeben und mich schön in den Sand gedrückt. War dann sehr kuschelig. Bruckbad Bevensen heißt sie, ne? Ja, Bruckbad Bevensen. Jetzt haben wir 153,26. Ah, hier. Und ganz wichtig, den Müll mitnehmen. Wir hinterlassen nichts. Das ist ja ganz schön verblüht, wa? Ja. Sechsmal durch Lübeck gefahren. Gestern auch. Im zweiten Lübeck haben wir Kaffee getrunken. Und eben gerade den Abzweiger zum Mittellandkanal. Da sind wir erstmal vorbeigefahren. So, wir haben gerade entschieden, wir klemmen uns hier hinter und nutzen den Windschatten. So, schönen Dank fürs Ziehen. Kurze Pause. 88 Kilometer. Ein Riegel essen. Oder eine Schokolade hier. Schokolade ist auch gut. Wir haben festgestellt, das ist hier der Elbe-Lübeck-Kanal. Da sind wir jetzt schon 10 Kilometer gefahren und haben noch 20 vor uns. Ist echt langweilig hier zu fahren. Willst du ein Stück abhaben? Ja, ein kleines. Brech mal ab, ich weiß nicht, was für dich klein ist. Das Gute ist, es ist nur ein Stück, kann ich sagen, ich habe ein Stück Schokoladiges. Ein großes Stück. Ja, was sagte ich heute Morgen noch? Es fehlt nur noch ein Platten. Ach so. Das Problem ist, dass diese scheiß Pumpe so anstrengend ist. Schön. Warte, nochmal. Ah, der hat aber richtig durch hier. Ja. Das ist schon mal schön. Ja, gut. Das ist immer nichts für nett. Risiko auf 150 Kilometer nicht ein. Genau. Diesen ganzen Ärger. Ja, mit zweiter Platten dieses Jahr. Oder? Ich glaube, es ist mein zweiter Platten. Hättest du noch ein bisschen mehr essen sollen. Jetzt. Gleich knacken. Genau, gleich wieder festziehen. Jetzt, warte mal, einmal Finger weg. Dreh mal. Ja, siehst du, jetzt ist auch wieder da in dem Gang drin. Und dann drehen wir ihn um. Jetzt machen wir hoffen, das ist Öl. Was für ein Öl? Hydrauliköl. Die Luft gezogen hat. Ach was. So ein geschlossenes System. Bei einigen. Ich hoffe mal, dass es beim Filmen. Nee. Ameisen, rote Ameisen. Und die könnten wehtun. Tatsächlich. Die tut volle Sau weh, Alter. Können die beißen. Ja. Und weiter geht's. Schlauch getauscht. Das Ganze hat jetzt 10 Minuten gedauert. Es geht weiter. Die letzten 84 Kilometer. Ich hoffe, wir kriegen keinen Platten mehr. Ich habe noch zwei Schläuche mit. Stefan hat nichts mehr mit. In der Weihnachtsbäckerei. Wie lange haben wir gebraucht? 10 Minuten. Halten wir das durch bis Lauenburg? Ja. Moin! Schon gut
rüber. Letzte Pause in Lauenburg gemacht. Schönes Fischbrötchen gegessen. Das gibt noch mehr Energie für die letzten 48 Kilometer. Jetzt ziehen wir voll durch. Wir sind unten. Geht? Zum Glück hast du ein Carbonrad. Da sind wir. So, da sind wir, ne? Hier trennen wir uns. Hier trennen wir uns, genau. Jeder hat jetzt noch ungefähr 20 Kilometer nach Hause. 12. Zwölf. Mhm. Ich habe 16. Ja. Ja, was sind wir gefahren? 5 Stunden? 5 Stunden. 5 Stunden sind wir gefahren und wir haben 2 Mini-Pausen gemacht. Plus und einen Platten hatten wir. Eine Zwangspause im Platten. Mein Hinterrad. Genau. Das ist natürlich immer das Hinterrad. Es lohnt sich, auf alle Fälle an die Ostsee zu fahren. Macht es nach. Genau, macht es nach und... Jeder kann das. Genau. Wenn ihr Fragen habt, lasst sie in die Kommentare da. Macht's gut, bis dann. Tschüss.